Holger Rotfuchs mein Name, ich bin 31 Jahre alt, habe Betriebswirtschaft auf Master studiert mit dem Schwerpunkt Controlling, bin dann nach dem Masterstudium zu Lorenz Neckwirth gewechselt, habe dort ein Supply Chain Trainee gemacht. In Deutschland und in Polen bin ich dort aktiv gewesen und bin dann vor knapp 2 Jahren als Junior Produktionsleiter nach Hankensbüttel gekommen. Während meines Trainee-Programms habe ich verschiedenartigste Abteilungen durchlaufen, habe dort die Schnittstellen zwischen diesen Abteilungen kennengelernt, bin in technischen Bereichen tätig gewesen, habe die qualitative Seite unserer Produktion kennengelernt, ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil natürlich für uns als Markenhersteller. Dann die Organisation vom Beginn an, das heißt von der Materialbestellung über die Produktionsplanerstellung bis hin zur tatsächlichen Produktion und zur Auslieferung über die Logistik und die Kundenkontakte und so weiter. Es ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, die ich hier zu erfüllen habe. Es hat viel mit Personalführung zu tun, viel damit zu tun, diese Mitarbeiter auch weiterzuentwickeln. Zusätzlich dazu gilt es für mich im Tagesgeschäft und in der strategischen Ausrichtung des Werkes immer wieder an 3 Aspekte zu denken. Das sind die Wirtschaftlichkeit, das ist die Liefertreue und das ist die Qualität unserer Produkte. Zusammenfassend lässt sich für mich festhalten, dass ich durch die sehr facettenreiche Ausbildung im Rahmen des Trainee-Programmes befähigt worden bin, die jetzige Position des Produktionsleiters sehr verantwortungsvoll wahrnehmen zu können. Rotfuchs, guten Morgen. Durch die vielen Kontakte, die ich habe knüpfen können, ist es mir möglich, Entscheidungen sehr viel schneller zu treffen. Man ruft sich einfach an, man kennt sich und kann gemeinsame Richtungen festlegen. Für eine Karriere bei Lorenz Neckwirth spricht unheimlich viel. Man bekommt eine hervorragende Ausbildung, man kann sehr schnell Verantwortung übernehmen und es macht einfach riesig Spaß. Es lohnt sich, hier durchzustarten.